Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 20. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Aber ich erkenne die richtigen Augenblicke im Leben, auch im richtigen Ort zu sein. Und wie ist die kosmische Energie? Wo ist dieser Ort? Und welchen Tierkreiszeichen hat dieses Liebesglück? Aber das Glück selbst hilft auch nicht, weil es sind immer wieder Blockaden oder Schwierigkeiten, was wir überwinden sollen, und da möchte ich euch begleiten. Die heutige Liebesenergie liegt in der Kreiszeichen Fischen. Besonders die Fischengeborenen haben diese Liebesglücksenergie, die am 17., 18. und 19. März Geburtstags haben. Die Energie ist da. Es ist wichtig, die Liebe und Partnerschaft. Und es strahlt gerade die Tierkreiszeichen Fischen aus. Damit profitiert natürlich die Tierkreiszeichen Krebs und auch die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen. Aber wir bleiben noch bei Fischen Geborenen, weil hier ist die Energie sehr intensiv. In welchem Ort liegt das Liebe? Das ist der Alltag. Überall, wo wir im Alltag bewegen, bei Einkaufen, bei Spazieren, bei Tanken oder in einem Termin. Also im Alltag ist das Liebesglück, das ist das Ort. Ein Ort kann auch Gesundheitswesen sein. Ein Kurort oder irgendwo, wo man Heilung sucht oder Wellness. Kann auch ein Arztpraxis sein. Und wie ich schon sagte, die Energie fließt nicht immer ungehindert, sondern es sind immer wieder Blockaden oder Hindernisse im Leben. Warum? Weil wir lernen etwas und wir sollen diese Hindernisse bewältigen. Worauf sollen die Fischengeborenen achten? Es ist ein Wunderpunkt, gerade bei den Fischengeborenen, was die Liebe betrifft. Besonders die Fischengeborenen, die im dritten Dekaden geboren sind. Und dieser Wunderpunkt hängt mit der Vergangenheit zusammen, weil die Fischengeborenen möchten die Liebe leben und keine Geheimnisse, auch keine versteckte Spielerei, sondern sie möchten die Partnerschaft in Licht zu bringen. Und genau diese Energie dreht sich gerade. Das heißt, die Fischengeborenen dürfen gerne mal verlangen. Keine Geheimnisse, keine Versteckspiel, sondern die Liebe in die Öffentlichkeit präsentieren, diese Beziehung, diese Partnerschaft, diese Liebe in Licht zu bringen. Und da haben die Fischengeborenen noch einen Heilprozess. Es kann sein, dass es etwas ist noch von Vergangenheit. Und es ist besser, das abschließen, damit etwas Neues kommen kann. Und es ist eine ganz neue Energie für Neuanfang, weil das ist eine Befreiung, endlich befreit zu sein, was man längere Zeit mitgeschleppt hat. Also wichtig ist im Alltag bewegen. Alle Ort hat einen Vorteil, was mit Gesundheitswesen etwas zu tun hat. Da kann immer wieder eine Begegnung sein. Und die Fischengeborenen in die Liebe haben noch einen Wunderpunkt und da braucht man auch Heilung. Und die mögen das nicht mehr, diese Versteckte, sondern die möchten die Liebe leben. Und das sollen in eine Wandlung kommen, entweder in bestehende Partnerschaft, da mal dieses Glück zu haben, all das ins Licht zu bringen, Klarheit,
gewinnen in die Partnerschaft. Oder wenn das nicht möglich ist, dann lieber verabschieden davon, dass etwas Neues kommen kann. Und dann ist es auch offiziell. Wenn jemand Interesse hat, wo liegt Ihre persönliche Liebesenergie und wann sind die richtigen Augenblicke im Leben und auch der richtige Ort und wo sind noch die Hindernisse, die Blockade, das kann man natürlich maßgeschnitten anfertigen. Und das mache ich auch gerne. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.